So, Karazhan Heroic, letzter Boss. Der schaut jetzt ein bisschen happig aus. Ich habe mir jetzt überlegt, mal vielleicht ein Deathrattle-Deck zu machen. Deathrattle überlebt das, oder sagen wir so, die Minions, die da rauskommen, die überleben den Wechsel auf Prinz Melchizar und da muss ich ihn eigentlich sehr schnell killen, weil die Hero Power natürlich super stark ist mit zwei Infernals. So, ich glaube, Schamane wäre da nicht so schlecht. Ich habe natürlich dann einen Vorteil mit meinen vielen Wildkarten, die ich schon habe. Was haben wir da alles? Müssen natürlich den Anfang ja überleben. Ancestral Spirit ist das sehr wichtig. Reincarnate. Die könnte auch interessant sein. Ich glaube nicht, dass die gar nicht so arge Minions haben, die Gegner. Aber ich werde einfach arge Minions spielen. Ganz arge. Was haben wir da für Möglichkeiten? Die sind natürlich gut. Taunter werden wir brauchen. Wobei, ja. Der ist eigentlich nicht so toll. Das spawnt 3-3er Charger und sind ziemlich ineffizienter zum Traden. Das ist auch nicht optimal. Sludge-Belcher ist natürlich super. So, das wäre mal das Deathrattle-Zeug. Dann hätten wir hier zum Beispiel noch was auch sehr gut ist, natürlich der Kel'Thuzad. Der ist der Hauptverdächtige in dem Deck. Lextrasza. Könnten wir uns nochmal heilen damit. Ragnaros. Also Ragnaros ist einfach gut. Vor allem der kann uns durchaus auch ein bisschen überleben lassen und dann die 6-6er spawnen, weil er halt immer einen rausnimmt. Okay, das wäre mal das. Müssen wir so überlegen, wie wir am Anfang überleben, beziehungsweise uns healen. Healing Wave zum Beispiel. Killbots sind wahrscheinlich auch nicht das Schlechteste. Und wir überlegen jetzt einen Anfang. Vielleicht mit billigen Taunts wie Sentients. Die, na gut, kostet auch schon 4. Bis dahin hat er schon ein bisschen an Druck gemacht.
Rockbite das Lightning Bolt. So bei Rockbite, da kriege ich selbst ganz schön Schaden. Nachdem er den ins Gesicht chargen für 3 und ich dann wieder angreife und wieder 3 nehme, ist es wütend. Die killen einmal wegen Totem Golem. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Tun wir noch eine raus und nehmen so einen. So. Schauen wir mal, wie das hinhaut. Probieren wir mal. Mit dem Defrettel-Schamanen. Wenn ich erste unter Kontrolle kriege, diese Nassau, kann es durchaus sein, dass ich mir halbwegs was aufbauen kann, was nicht gleich weg ist, wenn ich. Oops, wrong portal. Der andere Charakter spawnt. Schauen wir mal. Go Shamani. Das ist gut zum Starten. Da ziehen wir mal ein paar Runden raus. Also, zögern wir ein paar Runden raus. Sorry, take care of this one, and I'm sure I can find the right controls. Das greift sogar schon an. Gut, ist ein Bot. Natürlich macht er das. What you want? Den klatsch ich glaube ich sogar noch so weg. Wobei ich sie jetzt eigentlich eher nicht töten will. Den möchte ich eigentlich nicht so ins Spiel bringen. Wobei so als Needs Old Shredder wäre schon sehr gut. Ah, probieren wir es mal. Nein, genau er. So. Problem. Jetzt muss ich mich dann erstmal heilen. Ich hoffe, mein Healing Wave macht, was sie machen soll. 14 heilen. I wonder what is in this one. Oh, that's the tentacle world. We definitely don't want that. Jetzt macht immer nur 6 Schaden. Das tut weh, dass ich den hacken, also. Beim muss ich ja nicht unbedingt. Schauen wir mal, was da drin ist. Okay. Das ist auf jeden Fall für andere Sachen wichtiger. Das hat Taunt-Wert langsam mal gut. Ich gehe wieder auf 12. Genau so was habe ich mir gewünscht. Ich
anscheinend noch alles wäre jetzt ein bisschen unangenehm, aber. Okay, er macht nichts. Da ist der Kältesaat. Das ist sehr gut. Vor allem, er hat jetzt den Ancestral Spirit, das heißt. Muss jetzt nur aufpassen, dass ich nicht das Board zu sehr voll habe. Okay, das ist jetzt optimal. So. Jetzt müsste der abräumen und es müsste wirklich schön Zeug von mir respawnen. Ja, vielleicht respawnt es jetzt noch nicht, weil. Wobei. Doch, ich müsste eigentlich wieder alles respawnen. Leider habe ich das Board jetzt voll gehabt mit ein paar Müllminions, das heißt, kann gut sein, dass da noch ein paar Müllminions nachkommen. Okay, das ist. Zumindest der zweite Kälte Saat. Okay, das hat jetzt irgendwie beim ersten Versuch gleich ziemlich gut funktioniert. Also gerade die Death Rattle-Geschichte mit dem Kel'Thuzad ist natürlich optimal. Genauso haben wir das vorgestellt. Ich hoffe, er killt jetzt nicht wieder alles. Dann haben wir ein Problem. Na, das ist kein Problem. Das ist ein bisschen ein Problem. Was hat denn der davor? Ich brauche auf jeden Fall genug Taunt Minions. Das ist super, das war genau richtig. Aber okay, er greift den nicht an. Ja, irgendwie ist die KI ein bisschen komisch mit Death Red. Also mit Taunter. Vielleicht kriegen wir einfach ein besseres Totem. Na, kriegen wir nicht. Vor allem die greifen nicht mal die ans an, sondern das ist irgendwie komisch. Schaut sehr gut aus, die Runde. Greifen wir sogar mit diesem mächtigen Atjesh an. Ja, das hat jetzt natürlich super gut funktioniert. Es war der Plan, dass ich den Anfang einfach überlebt. Mal ein bisschen Death Rattle Minions aufbauen, damit ihr dann los habt, um gegen ihn durchzukommen. Ohne Kel'Thuzad wäre das um einiges happiger gewesen.
Aber so ist natürlich optimal gelaufen. Party time! You did it! I can't believe the party started on time. Could you come back next week? It's Medivh's birthday and I need backup. Okay, sehr cool. Gut. Ja, Chaos ging gut. Wobei ich natürlich auch mit Wildkarten gespielt habe. Das ist natürlich um einiges leichter wie mit nur die aktuellen. Aber ja. Ich habe die Ideen sehr cool gefunden. Ich habe die Heroics viel einfacher gefunden wie bei den anderen Adventures. Aber ja, war ein recht cooles Adventure wieder. Dann ciao und bis bald!